Schönheit. Wildnis. Artenvielfalt. Die Natur schützen und erhalten und ihre Schönheit den Menschen zugänglich machen. Das möchte die Heinz-Sielmann-Stiftung mit ihrer Arbeit bewirken. Aus Liebe zum Menschen und zur Natur. Im Naturerlebniszentrum Gut Herbigshagen bei Duderstadt schlägt das Herz der Sielmann-Stiftung. Auf dem Biobauernhof erfahren die Besucher alles über Naturschutz und Biolandwirtschaft. Auf Herbigshagen hat Heinz Sielmann seine letzte Ruhestätte. Und von hier nimmt seine Lebensphilosophie ihren Weg. Bei der Stiftungsgründung war es ein besonderes Anliegen von Inge und Heinz Sielmann, Kinder und Jugendliche für die Belange der Natur zu sensibilisieren. In professionellen Natur- und Umweltbildungsprojekten erfahren sie, welch große Bedeutung der Naturschutz gerade in unserer Zeit hat. Für die Tiere und Pflanzen und ebenso für uns Menschen. In unmittelbarer Nachbarschaft von Herbigshagen die ehemalige deutsch-deutsche Grenze. 40 Jahre trennte sie unerbittlich die Menschen von Ost und West. Doch in ihrem Schatten hatte sich eine Natur entwickelt, die vom damaligen Bundesumweltminister Klaus Töpfer als das Tafelsilber der deutschen Einheit bezeichnet wurde. In Sielmanns Biotopverbund Harz-Eichsfeld-Werratal finden viele seltene Tiere und Pflanzen Schutz, die in unserer Kulturlandschaft bedroht oder bereits verschwunden sind. Der Rotmilan besitzt hier im Herzen Mitteleuropas sogar sein weltweites Verbreitungszentrum und bedarf daher besonderen Schutzes. Ebenfalls voller Raritäten ist die Pflanzenwelt. Beinahe tropisch anmutend der Frauenschuh. Zwischen den Nationalparken Harz und Hainich entsteht hier ein Wanderkorridor für Wildtiere. Luchs und Wildkatze und eines Tages vielleicht sogar der Wolf sollen auf diesen Wegen Deutschlands große Waldgebiete wieder besiedeln. Gewässer ziehen stets viele Tiere an und sie werden seit jeher vom Menschen genutzt. Naturschutz und Fischerei müssen kein Widerspruch sein, sie können sich sogar gegenseitig bereichern. Diesem Grundsatz folgt die Heinz-Sielmann-Stiftung in ihrem Projekt Naturlandschaft Großschauener Seen. In den unzugänglichen Erlensümpfen gedeihen seltene Farne und andere Pflanzen, leben im Schutz der Verborgenheit Reptilien, Amphibien und Vögel. An lauen Sommerabenden erfüllen an manchen Stellen exotische Klänge die Sumpflandschaft. Die Balz der seltenen Rotbauchunken hat begonnen. Im Blütenmeer einer Hahnenfußwiese wird ein Kranichjunges gefüttert. Die störungsempfindlichen Vögel finden an den Großschauener Seen ungestörte Rückzugsgebiete und reichlich Nahrung. Wo bis zur Wende Panzer die Sandböden durchwühlten, soll in Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide die Wildnis von morgen entstehen. Vor den Toren von Deutschlands Hauptstadt Berlin laben sich auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz tausende Schmetterlinge in blütenreichen Halbtrockenrasen.
Damit diese Lebensräume nicht zuwachsen, hat die Sielmann-Stiftung hier Przewalski-Pferde angesiedelt. Dies auch, um die extrem bedrohten Wildpferde vor dem Aussterben zu bewahren. Offenlandschaften wie diese waren in Deutschland verbreitet und häufig. In den letzten Jahrzehnten wurden die meisten von ihnen vernichtet. Mit ihnen verschwanden zahllose Tier- und Pflanzenarten, etwa der Steinschmätzer. Hier jedoch kann er überleben. Ähnlich der Wiederhopf. Er verkraftet die Folgen der industrialisierten Landwirtschaft nicht und ist auf Lebensräume wie die Döberitzer Heide angewiesen. In der Wildniszone leben seit einigen Jahren Wisente. Wie die Przewalski-Pferde ist auch Europas größtes Landsäugetier vom Aussterben bedroht und soll gerettet werden. Der Bodensee, eines der beliebtesten Reiseziele in Deutschland. Ebenfalls ein Juwel, der Heinz-Sielmann-Weiher bei Bielerfingen, nur wenige Kilometer nördlich. Hier im Bielerfinger Urstromtal betreibt die Heinz-Sielmann-Stiftung ein weiteres richtungsweisendes Naturschutzprojekt. Im Biotopverbund Bodensee entsteht ein Netz neuer Feuchtgebiete. Trittsteine zur Regeneration der Natur in einer seit Jahrhunderten intensivst genutzten Landschaft. Jedes Dorf braucht seinen Weiher, lautet die Devise. Und schon nach wenigen Jahren sind in die wiederbelebten Feuchtgebiete viele Tier- und Pflanzenarten zurückgekehrt. So macht die Blässhuhn-Population der neu entstandenen Weiher und Tümpel bereits mehr als 2% des Bestandes in ganz Baden-Württemberg aus. Ökologisch gesehen könnte und sollte sich das Bodensee-Projekt eines Tages bundesweit etablieren. Der Braunkohleabbau in Ostdeutschland. Jahrzehntelang ein ökologisches Desaster. Großflächig wurden Landschaften und Lebensräume unwiederbringlich zerstört. Doch die Wunden von gestern können zu wertvollen Biotopen von morgen werden. Tatsächlich steckt in der Nachkohlelandschaft ein einzigartiges Potenzial für den Naturschutz. Statt riesiger Bagger durchgraben nun winzige Insekten den Sand. Diese Wüste lebt. Sielmanns Naturlandschaft Waninchen ist ein Mosaik aus skurrilen Sandlandschaften und wertvollen Feuchtbiotopen. An den Seeufern lebt der Flussregenpfeifer. In Deutschland ist der kaum amselgroße Vogel fast überall durch Flussbegradigungen und Kanalisierungen selten geworden. Die Flachgewässer entwickeln sich zu Paradiesen für Wasser-, Wart- und Sumpfvögel. Nicht zuletzt profitiert der scheue Kranich von den neu geschaffenen Lebensräumen. Die Glücksvögel der Antike gehören aufgrund eines intelligenten Naturschutzmanagements zu den Gewinnern dieser positiven Entwicklung in den ehemaligen Braunkohlegebieten.